Dresden hat die deutschlandweit erste App für Straßenkünstler erfunden. Auch Dr. Schneider, der singende Anästhesist, muss sich hier anmelden, um spielen zu dürfen. Ich bin jetzt angemeldet. Jetzt muss ich angeben, was ich mache. Jetzt müsste ich hier schreiben, Gesang, Gitarre. Aber ich sehe gleich schon hier, was alles belegt ist. Also der Altmarkt, Nordseite ist zurzeit belegt. Hier ist belegt, ja. Aber ist doch noch viel frei. Im Moment ist viel frei. Für 16.30 Uhr wären jetzt viele Plätze frei. Eine kleine App gegen die Urgewalt der Straßenmusik. Der frei umherziehende Bänkelsänger hetzt in Dresden nun von Job zu Job. Er hat ja schließlich gebucht und darf, ja, muss spielen zwischen der vollen und der halben Stunde. Die neue App garantiert, dass man sich nicht mehr prügeln muss um einen Platz. Aber sie garantiert auch, dass der Barde wie ein beflissener Buchhalter agiert. Pünktlich buchen, pünktlich anfangen, pünktlich aufhören. Also ich habe nicht so viele Gründe, mich über die neue App zu beschweren, weil ich viel reise, überwiegend jedenfalls. Ich bin ein Reisemusiker, aber vielleicht die anderen. Es gibt bevorzugte Stellen und die sind dann schon weg und man muss weiterziehen. Und ich habe mit einigen gesprochen, die sind wirklich nicht glücklich, weil die guten Plätze einfach weg sind. Und dann bleiben nur die Plätze auf der Prager Straße. Die Prager Straße ist nicht der beste Platz. Andere Plätze sind besser. Und das nervt. Das kann ich verstehen. Aber ich kann sagen, ich nehme mein Zeug und spiele in Krakau oder anderswo. Nun können nicht alle Dresdner Straßenkünstler nach Krakau flüchten. Das wäre auch verdammt schade, denn Straßenkunst belebt die Stadt. Und zu strenge Reglementierung nützt am Ende nur denen, die mittags in Ruhe essen gehen wollen. Der Künstler aber darf jetzt nur so lange spielen, bis die volle Stunde erreicht ist. Dann muss er brav die Klampfe sinken lassen, egal wie gut es läuft. 5 Minuten überziehen ist nicht erlaubt. Das Ordnungsamt schaut da jetzt genau hin, damit sich keiner mehr beschweren kann. Mit Freiheit aber hat das nichts mehr zu tun.